Vielleicht habt ihr es mitbekommen, der Cousin von Tommy streamt ja mittlerweile auch. Und da scheint es jetzt ein Video zu geben von Hungriger Hugo. Da schauen wir mal wieder rein. Hungriger Hugo, nach wie vor, ich sag da nichts gegen zu. Absoluter Ehrenbruder. Ja, der komplette Chat ist voller Jubel. Das gefällt. Let's go rein in die Masse. Auf gar keinen Fall Mitglied werden, nur Abzocke, Digga. So ist es, so ist es. Sven Freimer, Dankeschön, Bro. Ich könnte mir schon vorstellen, wenn man Fischstäbchen, gebratene Fischstäbchen drauf hat, mit Käse überbacken, dass das schon irgendwo den einen oder anderen abholen würde. Ja, macht Sinn. Aber stell dir mal vor, ich würde bei Fortnite diese Hintergrundmusik von dem Gleiter geben. Weißt du? Also, Tommy, ich habe schon viel von dir erlebt, Bruder. Ich rede gerade über Fischstäbchen auf dem Sandwich. Digga, was? 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 Oh, chillig, Bro. Oh nein, oh nein. Man muss auch sagen, Tommy ist halt erst jung. Ja, also er ist noch sehr, sehr jung. Einfach aus, rechts. Kann ich auffallen? Ja, ja, oh mein Gott. Sollen wir keinen Fallschaden bekommen und sind hier runtergekommen. Wir gehen jetzt in die Richtung durchs Biom. So. Ah, nein, nein, Rumatra, oh mein Gott. Wegen des scheiß Bootes, Alter. Wahrscheinlich wegen dem Boot, oder? Nicht bestanden. Ja. Letzter Versuch. Nicht bestanden. Digga, also das ist ja wirklich, also ganz ehrlich, raus. Danden. Raus. Du kannst den Hund streicheln, der beißt mich nicht, der Hund. Scheiße, Alter, wirklich. Ey, ganz ehrlich. Also Digga, Jens Knossalla. Colin, danke. Wir beginnen mit der Hürdenrolle. Film TV. Was ist denn das? Steißbein oder was? Was ist Sandor? Der kriegt ja gar nichts hin, der Arme. Was macht der denn? Was macht der Arme? Der Bray wusste, was er will. Du gehst los und nimmst, was du nehmen kannst. Los! Oh mein Gott! Was ist das? Ein Cuttermesser! Er nimmt einfach ein Messer! Digga, wieso hat er sich genommen? Ein Cuttermesser! Das sagt sehr vieles über Matthäus. Digga, wieso hat er sich einfach ein Messer geholt? Warum? Warum? Mein Vater nahm die Prügelstrafe sehr ernst. Als ob! Als ob! Er hatte für jede Verfehlung einen eigenen Gürtel. Es gab einen Lügengürtel, es gab den Stehlengürtel, den Lügen- und Stehlengürtel. Okay. Das sind ja normalerweise so Geschichten, die Raab sehr, sehr gerne mag, die er gut kann, wo er schnell ein Gefühl fürs Gerät bekommt. Ja, das zum Thema... Was für ein Scheißgerät auch. Wer fährt denn mit so einer Scheiße? Das ist eine absolute Erheiterung im Chat, oder? Eine Sache, die ihm liegt. Bro, safe komme ich in den Hindel. Auch ich 5 Minuten danach. Ja, das ist so ein Transformer, das ist so ein Mensch, der steht jetzt auch, oder? Glaub ich auch. Gibt's was Lustigeres, als wenn fette Leute hinfallen? Ja, bestimmt. Das ist eigentlich gar nicht lustig. Das ist au, au, au. Ja, das stimmt. Nee, kann man nicht machen. Darf man nicht drüber lachen. Darf man nicht drüber lachen. Das ist gar nicht lustig, Leute. Da dürft ihr nicht drüber lachen, okay? Ja, ja, genau. Oh, oh. I gotta clean that. Korrekt, dass der Bruder hier sauber macht, immerhin. Sau nice von ihm. Ach, Digga, was machst du denn? Ach nein, Bro. Nein, Vorsicht, ist doch rutschig. Mann! Ich sag's immer wieder, Kinder sind so dumm. Kinder sind so dumm. Oh. Slippery. Slippery. I gotta clean that. Danke dir, Digga. Kuss, Kuss. Kuss, Kuss, wie der Reis. Ja, ja, genau. Der Pilz an Montes... Mit 2 Euro, kommt nächste Woche wieder aus dem Urlaub, kauf schon mal Creme. Diese Filter. Hey, old man, give me everything. Call an ambulance! Call an ambulance! Call an ambulance! But not for me! Oh yeah, baby. Bro, dein T-Shirt ist falsch rum. Also ganz ehrlich,
Das muss wieder so ein Tag gewesen sein, wo Cindy einfach früh aufgestanden ist und Kevin morgen sich angezogen hat. Anders kann ich es mir nicht erklären. Anders kann ich es mir nicht erklären. X-Play, dankeschön. Scheiße, Alter, ist der Junge dumm. Unglaublich peinlich. Pisswasser? WTF? Hä? Wieso steht da Pisswasser drauf? Wenn mir langweilig ist, dann nicht... Hä? Lol? Wieso steht da Pisswasser drauf? Das verstehe ich jetzt gerade nicht ganz. Pisswasser? Pisswasser, Pilz. Warum steht da Pisswasserpilz drauf? Das war schon immer so? Pisswasserpilz? Was ist denn das für ein Bug, Bruder? Was ist das für ein Bug? Das sieht, also das sieht hinter aus. Pisswasser. Pisswasser Racing. Wer kommt auf die... Digga, also wirklich, da ist einfach das Rentner-Syndrom ist absolut am Start, Digga. Monte hat so geisteskrankes Alzheimer, wirklich, no joke. Kennt ihr diesen Clip, wo Monte sich selber zustimmt? Wo er sich einfach selber zustimmt, Digga? Wirklich, der ist, also Monte ist wirklich ein Rentner des Todes. Der hat Demenz einfach und der hat sich sogar über diesen Weg aufgeregt, den sie da neu gebaut haben bei Kai Pflaume. Hat er sich im Video gesagt, warum haben die einen neuen Weg hingebaut? Der war dann auch gut. Also wirklich, Bro, der hat Demenz des Todes, der Arme. Ballermäßige Idee, sich Pisswasser zu nennen. Ich fahr für Ferrari. Ich fahr für Monster Energy. Ich fahr für Pisswasser. That is Elotrix, isn't it? It's not him? That's not Elotrix, ne? That's his little brother? Ja, for sure. That's Elotrix's little brother? Ja. So Elotrix has a little brother. Ja, richtig. Denn du wirst heute 16. Gibt es meinen Trunk? Oh nein, Digga. Oh nein. Viel zu alt für Yo Olli. Frisch. Viel zu alt. Scheiße. Da ist übrigens die Tür. Ich find's sehr bequem. Oh. Perfekt. Schon süß, die beiden, Alter, ne? Jeder kennt dieses Intro, Digga. Ich liebe dieses Drum-Solo. Jeden Tag. Ja, Mann. Genau das. Nicht jetzt reingehen, Nina. Alles, was bei der Tür ist, sieht man noch. So. Und guck mal hier, Omi, warte mal. Ich mach noch kurz andere Kamera. Mal was sieht. Tommy! Oh, Junge. Für die einen sind sie das neue ökologische Fun-Gerät, für die anderen eine feindliche Invasion. Roland Stimpel gehört zum Fachverband Fußverkehr. Ja. Hat man Ihnen erklärt, dass man auf dem Gehweg nicht fahren darf, oder wussten Sie es gar nicht jetzt? Nee, hat keiner erklärt. Ne? Also in der App kommt es auch gar nicht vor. Nee. Oder so. Und das haben sie einfach, ja, nee, das haben sie einfach mal so. Und hat Spaß gemacht. Digga, der lässt den gar nicht ausreden, Alter. Der hat 30 Schlaganfälle in einem Satz, Junge. Er hat zuerst genickt, als ich sagte, dass es nicht darf, und dann ist er aber unverdrossen weiter auf dem Gehweg gefahren. Scheiße, Alter, da muss die Anzeige her. Da muss... Lachen. Oh, geil! Oder fahr nichts hier. Seerobbe. Seelöwe? Wo ist der Unterschied zwischen Seelöwe, Seerobbe und Sea Lion? Nein, wie heißt das andere? Seehund. Wo ist der Unterschied? Walross gibt's auch noch. Seeelefanten? Alles Robben, haben wir geklärt. Sind alles Robben. Okay. Alles Robben, Leute. Seekuh? Seestern. Walkout! Ha! Bam, Digga! Man muss sie nicht machen, man muss sie halten. Der Hype geht mittlerweile sogar so weit, dass man den besten Gamern beim Spielen zuschauen kann. Den besten Gamern? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Einer der. What the fuck? Hä? Der ist auch schlecht. Den besten Gamern. Das ist so geil, Jan. Ich bin Gamer oder sowas. So gut recherchiert. Hast du das gehört? Also wenn das im Fernsehen ausgestrahlt wird. Ich muss noch mal ganz aus meinem Clip gucken. Ich bin Gamer. Oder sowas. Wo ist das? Guckt euch das an.
Sekunde. Hallo, was geht? Ey, das funktioniert mit der Browser-Source. Okay, das ist nice. Ich bin Revimside und ich bin ein Gamer. Oder sowas. Und das, was ich, hör mal bitte ganz kurz auf. Das, was du da gerade geschrieben hast, ist dieser Lobbycode, ne? Ja, genau. Hör mal bitte ganz kurz auf. Das, was ich nicht vorlesen soll. Digga, ach, scheiß drauf, komm. Und die sagen, ich bin der beste Gamer, dann muss da was dran sein. Was macht der? Nein. Möchtest du mit Caillou spielen, Jim? Wenn ihr irgendetwas braucht, wir beide sind da drüben auf der Bank. Ich will nur die Tarnemann spielen! Hey! Mann, du bist ein Stück bist du! Gleich eins auf Maul. Ja, das ist wirklich jetzt, also das ist ja wirklich jetzt hier, komm, scheiß drauf. Wow, what the fuck? Digga, oh, Gänsehaut. Ich schub's sie nur, ich will sie gar nicht töten mit dem Schlag. Oh. Oh. Hast du sie getötet? Nee, würde ich so nicht sagen. Sie ist am Fallschirm gestorben. Ach so, okay. Es ist Ecuador. Schau mir nach. Oh nein, Willi. Oh, scheiße, Willi. Und hops, weg die Ehre. Da lacht sogar Thomas Gottschalk. Brasilien, da ist die Flagge. Anscheinend ist es wirklich krass so, dass... Mhm. Digga, starkes Profilbild, hungriger Hugo, wirklich. Sehr, sehr geil. Satter Hugo. Schauen wir gleich mal rein.